Ich bin Adi, das hier ist WWE 2K22. Wir sind wieder zurück mit dem Universe Mode, mit dem so ein bisschen Retro Universe Mode bei SmackDown. Ich habe da ein paar Änderungen vorgenommen. Das sollte jetzt alles ein bisschen besser sein, hoffe ich. Wir starten mit Rey gegen Undertaker, mit Mickey James und Stacy Keibler, auch im Match. Dann Miz & Morrison gegen Goldberg und Bobby Lashley, das ist eine gefährliche Kombination. JBL kämpft gegen den Boogeyman und im Main Event haben wir die drei Riesen, Big Show, Kane und den Great Khali. Mal schauen, wie das so ausgeht. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein mit dem ersten Match. Und wen ich da auswähle, werde ich mal versuchen, als Überraschung zu halten. So, da haben wir Rey Mysterio, den aktuellen Intercontinental Champion. Der tritt jetzt an gegen den Undertaker, der ist der aktuelle World Heavyweight Champion. Also mal schauen, wer da am Ende den Kampf gewinnen kann. Da bin ich echt mal gespannt. Gut, da sind wir also. Rey und Taker machen sich schon mal in ihren Ecken bereit. Okay, mir ist gerade aufgefallen, ihr seht ja die Prompts auf dem Bildschirm. Es hat ja gar keinen Sinn gehabt, was ich hier vorgehabt habe. Naja, ich bin Undertaker, let's go. Lassen wir versuchen, Rey hier ein bisschen schon mal in die Defensive zu bringen, direkt am Anfang des Matches. Okay, da hat Rey gar kein Interesse dran. Arbeitet mit den Leg Kicks. Aber wir arbeiten mit einem DDT und dem ersten Cover. Ist aber nur eine 1. Würde ich mal sagen, schicken wir Rey mal in die Seile. Den guten Rey. Einmal drunter durch. Und oh, das ist ein Konter. Aber auch ein Konter. Alter. Mit dem Ass kontern wir den guten Rey aus. Alter. Das ist ein Irish Whip. Oh, das ist ein Elbow. Oh, Hot Shot. Lass nicht mal Rey. Nee. Okay, ich habe echt B gedrückt, aber okay. Digga, holy shit. Alter. Okay, also ich bin wieder ein bisschen eingerostet. So fühlt sich's zumindest an. Okay, die Women sind drin. Da muss ich hier erstmal direkt ein Statement setzen. Slap die Alte weg. Und natürlich den Arm darf man nicht vergessen zu bearbeiten. Aber die Ecke mit dir, Mickey. Müssen auf den Mickey achten. Den dürfen wir auf keinen Fall kassieren. Ansonsten können wir hier schnell vorbei sein schon. Hip Toss. Oh, lol. Au. Holy shit. So, ein bisschen weiter am Arm arbeiten. Nee. Oh, da sind wir ausgewichen. Au, was ein saftiger Big Boot. So, nochmal in die Ecke mit dir, Michi. Dann würde ich mal sagen, gibt's ein Snake Eyes? Nee, ein Body Slam. Und eine Top Rope Aktion hinterher. Oh, was für ein Stomp, Alter. Holy shit. Okay, Mickey ist schon ganz schön in die Defensive gezwungen. Slap wird gekontert. Und Sunset Flip. Au, nee. Oh, wir haben Signature. Oh, lol. Der Slap war unser Signature. Interesting. Au.
Kick in den Bauch. Da haben wir mal den Finisher raus. Alter. Es ist ja quasi ein Mid-Kick gewesen. One. Hey. Ray, du Sack. Hier taggen wir mal Taker wieder ein. Der kümmert sich mal um den angeschlagenen Rey Mysterio. Allerdings sehe ich gerade, der hat auch noch gar kein Damage gefressen. Holy shit. Also, zumindest sehr wenig. Weniger als ich dachte bisher. So, ab wieder mit dir in den Ring. Oh Gott. Oh no. Haha. Screw you, Ray. Da haben wir ihn outplayed auf jeden Fall. So, war das ein Taunton. Komm, Ray, ich habe einen Chokeslam für dich bereit. Oh no, und er hat einen 619 für mich bereit. Scheiße, Digga. Haha, Konter. Arschloch. So, Chokeslam ist immer noch für dich bereit, Ray Ray. Du willst dich aufstehen? Oh, lol. Okay. Gut, war gelogen. Wir machen keinen Chokeslam. Wir machen Oldschool. Die Movesets sind nicht geupdatet, warum auch immer. Wenn ich die eigentlich geupdatet habe. Aber egal. Da war der Oldschool. Der Tombstone hinterher. Und dann sollte Ray hoffentlich in Frieden ruhen. 2. Oh. Come on, Ray. Wir hauen nochmal unser DDT-Kombo raus. Vielleicht macht's dir. Oh, Mickey James. Die alte freche. Schabracke. Oh, Big Boot, Konter. Alter. Aber Ray ist wehrlos gegen so eine starke Offensive vom Taker. Du musst bedenken, es ist der 2-10er Taker. Ist der stärkste Taker, den es gibt. Corner Close Line. Und die Punches auf dem Boden. Das sieht nicht gut aus für Ray. Oh, Elbow Drop, Konter. Ah, und ein saftiger Kick. Aber Taker kommt direkt wieder auf die Füße. Ich habe leider vergessen, wie ich Submission Moves mache. Ich würde gerne mal einen Submission Move an Ray machen. Ref. Hast du Interesse zu zählen? Alter, Mickey James, du bist scheiße, weißt du das? Aber wie mache ich nochmal einen Aufgabegriff? Ah, so. Okay, hier auf jeden Fall nicht. Scheiße, nein. Lass mal, Ray. Ja, Mann. So. Nochmal den Tombstone. Scheiße. Okay, Ray hat den Tombstone gecountert. Geht für den Dropkick. Digga. Spiel. Okay, das Spiel lässt mich nicht in den Ring. Ehre. So, schön, Ray. Kümmere dich mal um mein Knie. Ich kümmere mich um deinen Rücken. So. Come on.
Er hat doch schon gut Damage. Ah, das geht gegen die Arme. Ja, das bringt uns natürlich nichts. Oh, Junge, Junge, Junge. Der Typ ist halt einfach echt schnell. Okay. Die Frauen sind wieder im Match. Oh, was für ein Takedown. Punches in Bunches. Mickey hat ein Signature. Das sollten wir ja versuchen, auf dem Schirm zu haben. Was für ein Combo. Oh no. Snapmare mit Big Boot in Kombination. Und jetzt kommen wieder Ray und Taker ins Match. Hä? Ein ausgewichen Spiel. Bullshit. Okay, dann müssen wir das halt so regeln, ja? Ich habe noch einen Alternativplan. Einfach versuchen, durch Countout zu gewinnen. Oh, Digga. Okay, so natürlich nicht, wenn Ray uns einfach draußen stehen lässt. Und alles kontert. Holy shit. Digga, das ist doch nicht mehr normal. Was ist auf einmal mit Rey Mysterio los? Das ist so dumm wieder. Aus dem Nichts. So, ab in die Barricade. So, wieder kontert er. Ah, wieder ein Konter war das. Stark Spiel. Und wieder. So, jetzt mal kein Konter. Wow. Amazing. Okay, komm. Ab in den Steel Post mit dir. Okay, dann halt nicht. So, komm schon, Ray. Wir wollen die Nummer jetzt hier beenden. Komm in den Ring und dann zeige ich dir ein schönes Trickchen hier. So, nicht schon wieder kontern. Danke. Und dann darf ich meinen Finisher machen, Spiel? Nein? Das ist schon wieder so dumm. Der lässt mich auch schon wieder nicht ausweichen. Das ist echt sehr stark. Okay, reversed Power Slam. Okay, da muss ich kurz checken, warum er den Move nicht machen will. Last. Hä, warum hat er. What the fuck? Warum hat er den Last Ride bitte als zweiten Finisher? Naja, okay, egal. Nehmen wir den Last Ride. Und wieder der Konter, weil es halt nicht anders geht und dieses Spiel 10.000 Jahre dauern muss. Seufz. Wirklich, einfach nur seufz. Das Problem ist, jetzt mache ich halt den Signature, der kommt mit Glück vielleicht. Nein, natürlich kommt er nicht durch, ist ja klar. Ich meine, wäre ja auch ein Witz, wenn irgendwas nochmal durchkommen würde. Na, Konter? Konter? Nein? Aber, Digga, jetzt kann ich halt machen, was ich will. Jetzt kommt ja die Alte rein und unterbricht den Pin. Also es ist halt komplett sinnlos, jetzt weiterzuspielen. Eigentlich kann ich das Matchup jetzt beenden und sagen, ja, hab halt gewonnen, weil dauert halt ewig so. Dafür habe ich halt echt keine Zeit, so. Ich kann halt... Digga, wie lange dauert das denn? Ich kann halt jetzt eine Pause machen, also hier einen Cut setzen und dann euch zurückholen mit dem Sieger, so. Was anderes bringt es halt nicht, weil wir haben jetzt schon 14 Minuten dafür. Das ist crazy. Okay, ich habe jetzt Submission Cheese benutzt, weil es anders einfach nicht mehr ging. Also ich habe halt einfach einen Submission Move angewandt und der hat ihn sofort zum Aufgeben gebracht. Also einfach nur lästig, muss ich wirklich so sagen.
Aber naja, das hat am Ende geklappt. Ich denke, aus Zeitgründen werden wir jetzt auch nicht jedes einzelne Match hier spielen, einfach weil dann wird die Folge 2 Stunden lang. Deswegen gehen wir mal direkt zum nächsten Match, zu JBL gegen den Boogeyman. Und ja, ich denke, da kann es auch nur eine Wahl geben, oder? Oh, no. Na, wen haben wir denn da? Der alte Ehrenmann. Aber der Boogeyman. Gut, dann wollen wir mal gucken, dass wir den guten alten Wrestling-God wegmachen mit dem Boogeyman. Ah, da habe ich den Konter direkt gemisst. Big Boot. So, jetzt mal den guten Mann durch die Gegend schmeißen. Boogeyman ist as athletic as he is terrifying. And Corey, he's pretty darn terrifying. So, zurückziehen. Clothesline sah mehr nach einem Shoulderpress aus, Michael Cole, aber okay. Body Slam. Oh, Konter. Russian Leg Sweep. Oh, krasser Konter. Und JBL geht aufs Top Rope. Interesting decision. Warte, bis wir aufstehen. Oh no. Aua. Digga! Okay. JBL is a proud, proud man, and with good reason. He needs to stay on top of his opponent and remind them of who they're in the ring. Okay, dafür muss ich dich jetzt einfach nochmal durch den Ring schmeißen, ist mir jetzt egal. Getting tossed around, producing a trampling. Digga, oh, es ist halt so dumm schon wieder. Ich heb ihn auf, er grappelt mich so. Okay, Wrestling-Logik, alles klar. Oder eher gesagt, Wrestling-Spiel-Logik. Hat alles, um die KI stärker zu machen. Es ist halt so dumm. Ist halt schade, dass man keine coolen Matches mit der KI haben kann, weil die KI halt komplett das Spiel missversteht und halt schwitzt wie ein Weekend-League-Spieler. Konter. Wir schmeißen ihn mal wieder durch den Ring. Weil es getan werden muss und weil sein Oberkörper mittlerweile angeschlagen ist. Jeder, der sich ein bisschen mit der Karriere von JBL auseinandergesetzt hat, müsste wissen, dass JBLs Rücken am Ende ziemliche Probleme gemacht hat. Deswegen vermutlich wird es auch so ein bisschen ins Spiel implementiert sein. Splash. Ich würde sagen, den machen wir gleich nochmal, wenn ich das Spiel lassen würde. Zack. Cover. One. Two. Kick out. Fucking hell. JBL ist hier noch nicht dann. Aber wir sind auch noch nicht dann. Aber JBL jetzt schon. Oh no, er kontert unseren Finisher. Das ist ein kleines Problemchen jetzt. Und den nächsten direkt hinterher. Dann gehen wir jetzt mal für den leichten. Oh, lol. Lass mal ungeschützt den alten. Alter. Bein. Und Kopf. Ja, da ist er angelaufen gekommen. Ich glaube, der wollte für ein Signature oder sowas gehen. So hopefully this will be a short trip outside. Now, now, what could this be? Oh, don't do this. Hung up in the barricade. Oh God. Ow, big boot. Und noch weiter gegen den Kopf. Da kommt noch JBL. JBL has to gather the energy to turn the tables. Wir taunten ihn ein bisschen. Alles um den Mann zu verunsichern. Oh no. Oh fucking hell. Ah, der Ref ist knocked out, Digga. Ja, macht keinen Sinn, Digga. Kannst du gleich lassen, der Ref ist im Seil, Digga. Ja, haha. Cheesy Tactics. Okay, das war auch fies. Au. Au. Okay, ich schaff's einfach nicht zu kontern gerade. Jetzt. Clothesline.
Wir sind rausgebrochen aus JBLs Dominanz. Jetzt gibt's den Boogie Slam. Und wir versuchen ihn zu stunnen. Come on. Let's go. So, Boogie Bomb. Kein Rope Break. Interessante Entscheidung vom Ref. What? Alter, als ob das ein Kickout war. Und der nächste Finisher wird gekontert. Wahnsinn, wirklich. Du musst jedes Mal die KI stunnen, bevor du einen Finisher probierst. Das ist halt schade, einfach nur. Digga, ich hab so perfekt gedrückt, ne? Alter. Ja, wir sind offiziell tot. Jetzt können wir nichts mehr kontern. Holy shit. Okay, JBL stellt sich zum Glück ein bisschen dumm an. Er hätte uns direkt einen Finisher verpassen können. Hat er aber nicht gemacht. Stattdessen arbeitet er weiter mit normalen Moves an uns herum. Ändert trotzdem nichts daran, dass wir nichts kontern. Endlich. Ja, er hat drei Finisher und ein Signature. Das ist halt so dumm bei der KI. Dass sie halt alles kontern muss. Können wir hierfür gehen. Ja, funktioniert auch nicht. Alter! Both these guys. Konter an der Ecke. Big Boot. Ja, JBL, ich würde dich gerne grappeln, danke. Praktisches Kicken. Und Big Boot. Headbutt. Okay, wir haben ihn fast gestunt. Natürlich wird er jetzt kontern. Oh, nee. Wow. Okay, das ist unser Opening. Versus Opening werden wir nicht mehr kriegen, dieses Match. Zweite Boogie Bomb. 2-3. Wow. Holy shit. Das war echt viel knapper, als ich dachte. Irgendwie gerade noch mit dem Sieg entkommen. Der gute alte Boogeyman. Ja, JBL kriegt jetzt wohl ein gratis Lunch, auch wenn es nur ein Mund voller Würmer ist. Naja, wir sehen uns jetzt im nächsten Match. Gut, hier sind wir im Main Event mit unseren drei Riesen. Die KI geht natürlich direkt wieder mal komplett im Alleingang auf mich. Ah ja, okay. Big Show und Khali wissen auch, wie man kämpft. Alter, Digga. Was ist Big Show hier gerade bitte für eine Bestie? Okay, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich auf Big Show gehen. Ja, Mann. Den Big Show zusammen verkloppen. Stimmt. Danke für die Erinnerung. So. Mal Big Show aus dem Weg schaffen hier. Das wollte ich nicht. Nice, wie Khali Big Show wegmacht. Shit, der Stuhl ist jetzt aus dem Ring gefallen. Gut, jetzt haben wir ein bisschen Zeit mit Khali alleine im Ring. Auch ganz nice. Erstmal ein bisschen den indischen Playboy in der Ecke bearbeiten.
bis dann wieder der gute Paul White in den Ring zurückkommt. Das ist ein Fireman's Carry, aber auch ein Konter. Und DDT. Autsch. What? Holy shit, Big Show hat schon ein Signature gehabt. Fucking hell. Ja, ist doch okay, Kali. Was hast du denn jetzt für ein Problem mit mir, Mann? Das ist für den Spear, den du mir verpasst hast. Leg dich hin. Danke. Fucking hell, lass mich in Ruhe, Kali. Alter. Au. Okay, Pinfall wird unterbrochen. Nee, nicht rausrollen, Kane. Oh. Geben nicht mehr Damage und rollen uns raus, Alter. Okay, Big Show hat ziemlich viel Damage. Alter. Ich wollte schon sagen, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das ist, aber... Kali, excuse me? Okay, da konnte ich ihn einfach nicht mehr grappeln, warum auch immer. Okay, Kali hat keine Special Moves. What? Fick dich, Kali. Sidewalk Slam, let's go. Ein teuflischer Sidewalk Slam. Und ein Steel Chair gegen den Bauch. Genau, Big Show hier richtig out of commission nehmen. Choke Slam für Kali und das Ganze gewinnen, würde ich mal sagen. Digga, es ist doch nicht wahr. Also, habt ihr vielleicht mal mitgezählt ausnahmsweise, wie viele Finisher ich jetzt probiert habe in der Folge? Und wie viele gekontert wurden? Also es ist ja ein kompletter Joke einfach nur. Also von 10 wurden bestimmt 6 oder 7 gekontert. Abgesehen von denjenigen, die, wo die Gegner gestunt waren. Weil die zählen ja nicht, weil können sie ja gar nicht kontern. Okay, das ist ein Problem. Ich weiß nicht, was Big Show vorhat. Digga, ich wollte aus dem Ring gehen. Was machst du denn, Spiel? Oh no, das ist der Vice Grip. Geh auf, Kane! Mann, warum steht er schneller auf als ich? Das ist doch wieder so ein Bullshit. Okay, Finisher gekontert. So, einer von euch. Genau, danke. Na! Er will sich rausrollen und rollt sich da nicht raus. Okay. Was kommt jetzt? Broski Boot? What the hell? You can sense it. This crowd is on pins and needles. The WWE Universe is ready to erupt. Are we close to the game at the end? Los sein. Okay, Kali ist draußen. Das muss es jetzt sein für uns. Wenn es das jetzt nicht wird. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Nächster Versuch. Wieder Konter. Es ist... Wo ist der Sinn, Digga? Wo ist der Sinn, wirklich? Ich suche wirklich den Sinn. Muss ich wirklich sagen. Okay, da haben wir einfach nur Glück, weil die KI gerade geschlagen hat. Das war perfektes Timing. Digga, was zur Hölle?
Ja, geh raus. Tschüss. Digga. Geh raus. Meine Fresse. Boah, Alter. Ist das dumm einfach nur. Ist halt wieder klar, ne? Er kontert halt genau den letzten Move, der dafür sorgt, dass er gestunt ist. So, Big Show ist fast wieder da. Das schaffen wir Timing technisch nicht mehr. Wir gehen trotzdem für den Chokeslam, einfach nur, weil wir dadurch den Finisher endlich mal ausnahmsweise mal durchkriegen. Komm, vielleicht schaffen wir es ja doch. One, two, und Big Show ist in letzter goddamn fucking second da. Genau, ein Sidewalk Slam hinterher. Und wir machen einfach nichts mehr. Geil. Digga, fall um. Was zur Hölle? Fall um. Alter Falter. Okay. Dann warte ich halt draußen. Ah, ist der Finisher. So, das ist es. Big Show kriegt den Weiß. Hä? Warum steht Kali so schnell wieder auf? Warum steht er so schnell wieder auf? Der hat komplett rote Werte. Und steht instant wieder auf, Digga. Was? Hä? Ey, sorry, aber das ist so fucking broken, es ist ohne Worte. Digga. Pin halt vor meiner Nase, Digga. So, natürlich wird er den jetzt kontern, aber ich gehe einfach trotzdem dafür, weil ich keine Wahl mehr habe. Okay. Tombstone kommt durch. Und das ist es jetzt. Digga, was soll ich denn dazu sagen? Und Konter. Und jetzt kommt natürlich Big Show wieder in den Ring. Es ist Wahnsinn. Digga, warum mich Big Show? Okay, sind irgendwie aus den Fireman's Carry draußen rausgekommen. So, Digga. Hier wird aufgeräumt. Die Big Red Machine räumt auf. Okay, die Tombstones kommen irgendwie einfacher durch. Digga, fick dich, Big Show. Nicht du jetzt auch noch. Digga, ich dreh durch. Yes! Ich hab euch wieder gecheased, ihr scheiß KI. Ja, Kali. Taunte im Hintergrund. Taunte. Spielt keine Rolle, du hast verloren. Alter, ist es wieder Cheese gewesen. Dann kommen die beiden noch mit kompletten ruinierten Leben aus den Finishern raus. Ist Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Kane schwer gezeichnet von dem Match. Kommt aber am Ende als Sieger davor. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like für die Folge da. Das war echt hart erarbeitet. Lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und ciao.